In der Migrationsdebatte beharren Unionspolitiker darauf, Menschen ohne Bleiberecht an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Entsprechende Stimmen gab es nach dem Gespräch im Bundesinnenministerium zwischen der Ampelkoalition im Bund, den Landesregierungen und der CDU/CSU zu dem Thema. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hatte die direkte Zurückweisung von Migranten an der deutschen Grenze als Verstoß gegen europäisches Recht eingestuft. Von der Unionsfraktion im Bundestag hieß es nun aus Reihen der CDU, eine Zurückweisung von Migranten, die sich vorher in einem anderen EU-Staat aufgehalten hätten, entspreche dem deutschen Recht. Aus der CSU hieß es, beim Thema Grenzkontrollen und Zurückweisung habe es eine große Offenheit gegeben, allerdings vielleicht nicht bei allen gleichermaßen. Die Gespräche würden nur weitergehen, wenn die Koalition aus SPD, Grünen und FDP sich klar sei, was sie wolle. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte sich nach den Gesprächen mit Unionsvertretern am Dienstagabend dankbar gezeigt für das ernsthafte und konstruktive Gespräch. Der Austausch solle zügig fortgesetzt werden. Auch die Union zeigte sich offen für weitere Gespräche, forderte die Bundesregierung aber zur Vorlage konkreter Vorschläge auf.